Hallöchen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit dem Snacksy, aka Useless Centaur. Okay, ja, ich wollte schon sagen, er redet heute gar nicht mehr. Er hat nur nicht keinen Bock auf die Anmo. Nein, er hat keinen Bock auf alles. Kann man verstehen an solch einem Todentag. Und da hat einer schon die meine Eagle-Skills gesehen und dachte sich so, nee, Digga, der ist erstmal gefailt, erstmal leaven. Und da räumt er schon die Mitte auf. Achso, bevor ich es vergesse, mache ich sofort diesmal am Anfang des Videos. Schaut beim lieben Philipp vorbei. Denn der hat auch einen YouTube-Kanal und hat bald auch seine 100 Abos. Und wenn wir den ein bisschen unter die Arme greifen, wird ihn das bestimmt freuen. Guck mal, er kriegt schon Erektion, Leute. Also unterstützt ihn. Unterstützt ihn, lasst ein Abo da. Gibt dem Like-Button einen Analfick. Nein. Doch. Ja. Hä? Ja, er kann sich gerade nicht entscheiden, Leute. Also gibt dem Button auf jeden Fall einen Analfick. Das habe ich jetzt so entschieden für seinen Kanal. Die mache ich eigentlich ganz gerne so für andere Kanäle immer entscheiden. Das ist eigentlich auch so ein Hobby von mir, müsst ihr wissen. Oh nein, er flieht! Nein! 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 Ach, er steckt fest. Ach, der arme Kerl. Der Dicke. Der dicke Fette. Kennst du Sven, ja, ne? Hey, Digga, ja. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Wer sieht ihn vor allem nicht? Oh, hat er nicht gesagt. Hat er. Hat er gebracht, der Kotti. Alter. Okay. Ja, genau. Blablabla. Ich hab ihn. Ich zieh mit Bo, Digga. Lauf doch, du fettes Kind. Meine Fresse. Muss ich wieder rumschimpfen. Is. Ich hab alle. Is. Das ist meine Runde. Das ist mein Tag. Das ist mein Leben. Oh, ja, okay. Ich schieße halt einfach gegen den Block. Okay, die haben Eisen. Finde ich nicht nett von denen. Also, das geht auch netter. Man kann auch einfach mal ohne Eisen spielen, so eine Runde. Ich meine, es ist auch so eine Challenge. Ich habe mir nur einen Bow gemacht, also. Ich finde, dagegen wäre es fair, einfach mal kein Eisen zu usen. Was hattest du heute als Pausebrot? Digga, ist das jetzt dein Ernst? Entschuldigung. Entschuldigung. Hilfe! Er hat Equipment. Was ich als Pausenbrot hatte. Leute. Rezept findet ihr auf kochprofi.de. Es ist. Oh, hab ich ihn. Ah, GG, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde wieder. Da erzähle ich dann das Kochrezept. Also, Leute, natürlich für ein Pausenbrot Kochrezept. Ne? Also, bis gleich. Jo, wir sind jetzt hier in der zweiten Runde. Immer noch mit den gleichen Spasten im Team. Und jetzt, ja, grüß mal, red mal. Hi. 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 Okay, ich lauf runter. You were moved. Ja, auf jeden Fall. GG. Ja, GG, natürlich auch auf jeden Fall GG. Bitte safe, alle safe. Oder auch nicht. Wartet. Ich habe erste Gold. Nein. Ja, also, das Rezept für das Kotti-Pausenbrot, das könnt ihr euch alle machen und ich möchte bitte, dass ihr mir es per Twitter oder Instagram, ein Bild davon schickt, wie ihr das schön genüsslich zubereitet und vielleicht auch nachher euch in den Anus stoppt. In den Anus? Nein, Alter, nee, der hat mich, Geld hat Gold, alles klar. Gelb hat Gold. Ich kann mir echt vorstellen, dass sie sich das dann wirklich noch reinschieben. Achtung. Oh nee, das mag ich nicht. Robert ein. Fick ich. Ach so, zwei, okay. Ach, easy. Mhm. Ach, noch. Alles klar, wo ist der? Das hat er gemacht. Ach so. Ach, alle meine Kills. Ja, ich räume wieder auf. Wer ist hier der Bot? Nein, Spaß. Hashtag YouTuber. Also, ich hab jetzt einfach nach Jahren endlich mal doch das Rezept gefunden. Also Leute, jetzt aufschreiben, Stift in die Hand nehmen, auch du, Philipp. Naja, hab ich. Stift zur Hand. Hast du auch was zum Schreiben? Ja. Ich sag nicht umsonst, hab ich.
Okay, okay, okay. Finde ich gut. Okay, also. Ne, erste Zutat, Weißbrot, ungetoastet. Ja? Immer merken, Weißbrot ungetoastet, da kommt ein Gegner zu uns. Das natürlich nicht aufschreiben, also das ist eher negativ. Okay, hab ihn. So, zweite Zutat, ein Glas Nutella, natürlich das Ganze. Nein, okay. so. Ein Achtel Glas Nutella bräuchtet ihr schon. Wäre gut. Ja, Achtel kann man sich auch so vorstellen. Ja. Weniger als ein Viertel, weißt du? Ja, also auf jeden Fall, ihr schmiert so ungefähr so zwei volle Messer auf ein Brot, schneidet es in der Hälfte durch und klatscht es zusammen wie ein Sandwich. Aber es muss auch richtig schön ploppen. Nur dann ist es ein echtes Cotti-Brot. Ich glaube hier eine Scheiße, Mann. Okay. Oh Mann, Alter. Und die letzte Zutat ist natürlich wie immer bei jedem Rezept Liebe. Denn ohne Liebe würde die Welt nicht so existieren, wie wir sie heute kennen, Leute. Ohne Liebe würde keiner von euch existieren, denn mit Liebe seid ihr gezeugt worden. Also zeugt auch euer Brot mit Liebe. Wickst du das Brot so an? Nein, das nicht machen, das kann ich euch nur empfehlen. Philipp spricht aus Erfahrung, deswegen... Wichsen sie so alle aufs Brot. Und schicken einen Pick. Mit dem erregten Schwanz daneben. Das ist echt der Gotti-Brot, Mann. Mach das bitte nicht, ich will keine Folge wichsen Brötchen auf meinem Twitter-Account sehen. Nein, unser Bett ist weg. Unser Bett ist weg. Never. Nee, doch nicht. Hä, ist er runtergefallen, der Lappen? Was ist das für ein Nein, schon nicht. Hä, was ist das denn? Ja, was der für mir für Schellen verteilt? Hashtagger YouTuber-Ping. Obwohl er kein YouTuber ist. Achtung, kann ich nur sagen. Hab ihn mit der Faust easy gedreckt, Hurensohn. Okay. Ja, also wo war ich stehen geblieben? Bitte nicht auf Brot wichsen, denn das ist eher ungesund. Also, weiß klar. Ich gar nicht. Ja, vielleicht ist das ja auch ja du sprichst wieder aus Erfahrung. Okay, dann berichte. Berichte. Ich möchte jetzt deinen ausführlichen Bericht davon lesen. Morgen natürlich die Zusammenfassung. Ich werde sie benoten und bewerten. Na, ich schreibe eine schlechte Noten. Lassen wir das mal lieber mit dem bewerten. Na, no, meine sind gerade auch nicht die geilsten, also... Hab's Bett ist! Gelb jetzt in der Mitte mit Body Flachzang. Ja, also wie gesagt, Weißbrot und einer war bei unserem Bett, aber hat dich hart nicht gejuckt. Als ob. Ja, ich hab ihn aber mit der Faust. Also. Es war richtig hart knapp, Alter. Gut, dass ich verreckt bin. Muss man ja ganz mal ehrlich sagen, es war alles taktisch klug geplant von uns zweien, also. Der macht dich ja natürlich auch Ease. This knock was so incredible. Alles klar, als ob die so einen guten Bow haben. I don't know. Sind die beide Base? Nein, einer campt beim Eisen, aber ich hab da. Eins beim Gold. Bitte gut. Savest du Gold oder? Ja, okay. Ist rum. Ja, das lag gerade ein bisschen. Fuck. Entweder lagst du oder der TS, keine Ahnung. Der TS. Na, okay. 45 AP geregelt. Hurensohn, spam doch nicht wie eine hässliche Missgeburt. Geil, ich dachte, hier liegt ein bisschen mehr Eisen. Oh, Block-MG-Boss wieder am Start. Ne, der eine Bow meinte ja da die ganze Zeit campen zu müssen, also da kann ja dann nicht viel Eisen liegen, weißt du? Ja, witzig. Was soll ich jetzt machen? Ich habe 3 Herzen. Ich habe 4, ich tower mich. Also das ist so die Random-Taktik. Ich dachte mal, ich mach mal... Die nach, was die sonst immer machen. Wow, Hilfe. It's so impressive. Region. Ah, fuck, ey. Gott, war das schlecht von mir. Ich safe Gold. Die könnte sein, dass sie jetzt Mitte kommen. Ich baue doch schon. Da kommt er mit seinem Clickspeed um die Ecke. Bleibt natürlich wieder stehen, um zu gucken, wie geil mein Arsch ist. Auch in Minecraft, Leute. Schwul. Nee. Schwul oder was? Du vielleicht? Oh, hat er nicht gesagt. Hast du was gegen Schwule? Nein. Du hast Meerschweinchen. Die hört man, ne? Ach, die hört man nicht, aber die sind auch bei mir so laut, also keine Sorge. Oh, jetzt hat er es erschlagen. Tierquäler Philipp.
Könnt ihr mieten? Natürlich nur am Wochenende. Hat der Iska direkt das Meerschweinchen erschlagen? Ist ein bisschen dumm, als ob ich oder ist in die Luft gejagt worden von so einem China-Böller. Einfach in die Röhre reingeschickt. Du musst mir eine Röhre, Digga! Bah! Bah! Lecker. Der darf kein Gold saven. Der Anusbumser. Oh mein Gott, ich war mit Bo. Warum bin ich so dumm? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Wäre ich jetzt nicht runtergefallen, Alter. Ich hätte ja im Bett gehabt. Ist halt schlecht. Nicht. Okay, ich bin oben safe. 6 CPS-Regel. Ach, die haben ja schon kein Bett mehr. Kotti natürlich wieder mit seiner... Ich halte ihn auf, Bro. Als ob von hinten einer kam, lol. Also einen müsstest du bekommen. Bin ich so gut? Ja, du bist so gut. Du bist der X-Nexi, du bist der Uzeletz-Zentox. Wir sind das Uzeletze-Team. Meine Fresse, ne? Deine Fresse? Oder meine Fresse? Als ob, der hat doch was an. Der hat doch was an. Zitat, Useless Centox. Wie viel da ist heute? Warte, muss ich nachgucken. Ich schreibe mir eh keine Daten. 26. April. April. Wir haben euch voll verarscht. Eigentlich ist das gar keine Aufnahme. Nee. Boah, Alter, ich bin heute wieder so lustig, Mann. Alter, das Niveau ist schon... Das Niveau ist schon wieder tiefer als die Titanic, Alter. Oh, boah, der war mies, ey. Junge. Das kannst du doch nicht bringen, Kotti. Ah, doch, hab ich aber. Krieg ich jetzt einen Preis oder so? Ich meine. Eine Anzeige. Anzeige? Weswegen, Mann? Heute immer in Deutschland kriegt man für jeden Scheiß eine Anzeige, Alter. Es ist doch nicht mehr lustig. Ja, als ob der. Ich wollte schon sagen. Also einen hab ich und den anderen hast du. Finde ich gut. Hey, GG. Hey. Außer der hat den. Nee, hat er nicht. Good game, yay. Hashtag Paranoia, muss man ja mal sagen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Abonniert diesen Spasten. Und kauft mein Merch. Kauft dein Merch. Kauft den einfach. 32 Euro, einen Stempel. Ja. T-Shirts natürlich erst ab 69. Mit Originalunterschrift natürlich 99. Ja, klar. Bei mir natürlich günstiger, 16 Euro. Alles klar. Ja, ich lass halt... Die Qualität hat seinen Preis, ne? Ja, sorry, dass ich die Kinder in Afrika beschäftige. Oh, boah, schneid das lieber raus. Boah, ey. Fuck, Alter. Jetzt muss ich mir wieder Mühe beim Schneiden geben. Ey, das hätte ich nicht rausgehauen, ey, boah. Mal gucken, ob ich's rausschneide, vielleicht habt ihr's gehört, vielleicht auch nicht. Also bis zum nächsten Mal, abonniert diesen Spasten, der sein Merch mit 99 Euro T-Shirts. Ciao.